Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Pathfinder Kingmaker. Natürlich mit mir, eurem Sunny. Und wir gehen jetzt tiefer rein. In due time. Jo, so einfach ist es. Wir machen es einfach. So, ich bin mal gespannt, wie das weiterläuft hier. Ich denke, irgendwann werden wir wahrscheinlich tatsächlich doch nochmal einen Abstecher nach Hause machen müssen. Eventuell würde ich dann sogar mehr auf die Hauptquest gehen, weil ich bin mir nicht sicher, ob Tatucho tatsächlich Hauptquest notwendig ist. Aber ich würde das eigentlich gerne erledigt haben. Can you make an epic pose? I need inspiration. Ich finde die Kommentare immer so schön. Wow, wo kommen denn da? Ah... Es gibt eine Fernkampf-Variante von denen. Das ist ja unangenehm. Oh, irgendjemand hat minus 2 GE gerade gekriegt. Alter. Also, dass die hier teilweise Geschicklichkeitsschaden haben, hatte ich ja schon mitbekommen. Aber minus 2 jetzt schon? Also, er hat Geschicklichkeitsschaden. Weiß aber nicht, wie viel. Tatsächlich schon 2. Minus 1. Minus 5. Oh. Da sollten wir vielleicht dann doch darüber nachdenken, ob wir nicht mal mit ihm schlafen gehen. Denn ich glaube, wenn das endet, also wenn er gar keine Punkte mehr hat, dann haben wir ein Problem. Ich weiß nicht, ob er dann stirbt oder... Ich speichere mal. Oder ob er dann erstmal ohnmächtig wird oder so. Hier ist ein Gang? Ja. Der Gang ist ja doof irgendwie. Ich kann da gar nicht reingucken vernünftig. Was ist das denn? Victory. Okay, ist nicht lebendig anscheinend. Okay. Ist hier noch mehr? Alles gut soweit? Zum Vehikel Kiefer einer riesigen Spinne. Ey, das sollten wir doch für den Torwächter tatsächlich einsammeln. Ja, nice. Was ist das? Juwelenreis. Was brauchen wir dafür? Oh, hier haben wir noch was. Rezept Shepherd's Pie. Wann habe ich den denn eingesammelt? Mehl, Kartoffeln, Fleisch. Okay. Rezept kopieren. Und hier brauchen wir Reis, Nüsse und Obst. Rezept kopieren. Okay. Wir müssen dann eventuell mal gucken, ob wir tatsächlich gezielt für bestimmte Rezepte auch mal Gegenstände einkaufen wollen. War hier nicht irgendwie noch was? Ja, hier. Das dunkle Wasser des unterirdischen Sees lässt keine Rückschlüsse auf dessen Tiefe zu. Okay, das ist überraschend wenig Ansage, muss ich sagen. Okay. So. Ich habe übrigens nochmal mit dem Heretic gesprochen, beziehungsweise mal in Heretics Statistik reingeguckt. Der hat schon 36 Stunden im Spiel und der meint, der hat wohl etwa 25%. Ich bin mal echt gespannt, wie lang dieses Spiel dauern wird. Vor allem, da ich ja doch viel lese. Das werden Stunden, dieses Spiel. Stunden. Also, ich freue mich auch drauf und ich will es auch ganz entspannt spielen nach Möglichkeit. Who will prevail? Does it so, das sollte gehen. Jetzt kommt da nochmal ein normaler Tausendfüßler. Oh, der Zwerg bewegt sich wirklich langsam mittlerweile. This will hurt. I'm writing you out of the story. So, okay. Dann gehen wir erstmal nach oben. Moment, wie ist denn hier? Frösche? Okay, wir müssen sie nicht angreifen. Oder? Was ist das? Das Licht eines... hat einen Weg in den Kerker gefunden und diese Insel des Lebens geschaffen. Okay. Goldene Kröte, eine Krötenstatue aus purem Gold. Sie sieht eher wie eine Götze als wie eine Dekofigur aus, okay? To the dust you will go. Sind gerade alle Frösche aggro geworden?
Scheiße. Oh. Lindsay, du gehst mal dahin. Sunny wird sich die Kröte krallen. Amiri und sie da drauf und er bleibt mal hier stehen und fängt das ab. Du machst mal einen Schall auf die Kröte. Ah, Zähigkeitsrettung. Verdammt. Die hat zwar zwei Schaden gemacht, aber der Rettungswurf hat den Schaden halbiert. Das ist doof. Okay. Noch nichts aufgegangen hier. Der Beutel. Damit heilen wir mal ihn. Und ihr beide müsst dann da den Schutz übernehmen. Oder, naja, sie macht den Schutz und Amiri hilft hier mal, den Vollschutz zu besiegen. Ja, okay, er ist am Boden, aber ich glaube, wir kriegen es trotzdem hin. Er ist ja nicht tot. Gut, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Wir haben es geschafft. Okay. Wow. So, dann heile uns nochmal. Ja, gut, das war's. Sonst war hier, glaube ich, auch nichts. Ich gehe nochmal mich umgucken. Oh. Geschenkte Dryade einsammeln. Okay, nice. Ja, also unsere Zauber gehen uns so langsam aus. Moment. Sie bekommt mal wieder einen neuen Trank hier rein. Ja, ich muss auch an die Zauberstäbe hier denken. Vor allem magische Geschoss und so. Ja, wir sind schon ganz schön geschwächt hier mit dem Geschicklichkeitsschaden, glaube ich. Kann ich denn nicht... Wenn ich hier übernachten will, muss ich auf jeden Fall, soweit ich weiß, Rationen verbrauchen. Da wir aber nur 4 Rationen haben. Nein, nicht... Warum sollte ich Lindsay irgendwo alleine hinschicken wollen? Seid mal ernsthaft. Pass auf, ich speichere und schicke sie nochmal hier runter. Wir gucken es uns zumindest noch ein bisschen an hier. Haben wir irgendeinen Zauber, um ihn nochmal zu heilen? Er könnte sich selbst heilen. Wir machen das hier. Eine 3. Na, das war ja großartig. Bane bringt hier unten sowieso irgendwie voll wenig. Also das Verderben. Okay. Der Zwerg kriegt aber auch andauernd was ab. Okay, wir teilen aber auch gut aus. Gut. Wo geht ihr denn hin? Was? Wow, geht. Wir hauen ab. Was ist das denn? Gigantischer Tausendfüßler. Was zum Geier? Wo kommt der denn auf einmal her? Hier mal bitte Aufstellung nehmen um die Ecke. Du machst Segen. Du singst. Dann heilst du ihn nochmal. Amiri, du rennst bitte nicht nach vorne. Das wäre echt doof. Könnt ihr euch noch weiter zurückziehen? Okay. Ist der... Kommt der Riesen... Das Riesenvieh mit? Sieht nicht so aus. Dann ziehen wir uns so weiter zurück und hoffen, dass wir das Vieh loswerden. Boah, der bekommt hier Sachen ab. Gar nicht schön. Okay, stürzen wir uns auf sie. Du stürzt dich nochmal zurück. Du kannst mal einen Trank auf dich selber nehmen. Okay, du nimmst deinen zweiten Trank auf ihn. Okay,
Okay, okay, gut. Das Vieh da unten ist weg. Erstmal aufstellen. Wow, 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 so viel zu, ist es weg. Okay, wir kommen nicht weg. Was haben wir noch an Tränken? Du kannst dir noch selbst nochmal einen Trank verpassen. Amiri, du verpasst dir auch selbst einen Trank. Wow! Dann... Amiri, hast du schon getrunken? Ja. Dann in Rage und drauf. Du singst bitte wieder. Okay, sie ist umgekippt. Kann sie nochmal irgendjemand heilen? Du hast deinen Trank wieder nicht benutzt, na klar. Dann benutzt du ihn doch bitte mal auf sie. Sie ist tot! Okay. Na, toll. In due time. Okay, 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 okay. Wir machen das anders. Er muss erstmal ein bisschen geheilt werden. Okay, das sieht gar nicht schlecht aus. Jetzt weiß ich ja, worauf ich mich hier einlasse. Wir probieren das jetzt nochmal. Weil der Anfang hier, der war ja noch ziemlich entspannt. So, wir locken das gleich mal weiter nach hinten. Ja, ihr dürft jetzt ruhig kämpfen. Also, das finde ich gar nicht so schlimm. So, einer ist da noch. Dann ist auf einmal in uns einer gespawnt, na klar. Und hier geht's gerade... Wow. Wow, sie zieht ja Aggro von einfach überall. Ah, und da ist... Da ist der gigantische Tausendfüßler. Okay. Große Mama ist sauer, weil wir machen gerade Kinderputt. Ah, die sind hier in den Gängen gespawnt. Hier sind noch mehr Gänge anscheinend. Okay. So, dann würde ich sagen, ziehen wir uns hierhin zurück. Ernsthaft? Der hat nur 6 Lebenspunkte? Lindsay verursacht 6 Schaden, spuckt 1000 Füßler. Bam, tot. Der Gigantische kommt jetzt gleich mit. Das gefällt mir gar nicht. Weil wir müssen in Nahkampf gehen. Das geht gar nicht anders. They go down! Du machst den hier. Du singst. Lindsay hat doch den Beutel mit... du stößt einen mächtigen Schrei aus, den nur... dein Ziel hören kann. Das Ziel ist dadurch eine Runde lang benommen. Das probieren wir einfach mal. Oh, kritischer Treffer 27. Amiri verursacht 27 entspuckender Riesentausendfüßler. Na toll. Aber den Gigantischen habt ihr in Ruhe gelassen, oder wie? So, dann schießt du mal auf den da. Und was machst du da? Du könntest mich da draufhauen. Okay, er ist umgekippt. Du holst die mal bitte nochmal hoch. Nein, er ist tot, verdammt. Ach, das können jetzt echt sein, die minus 3 GE. Nee, er hat noch ein GE. Okay. Mann. Doof. Aber eigentlich denke ich nicht, dass der Kampf so... Obwohl, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie viel Schaden wir an dem Gigantischen jetzt gemacht haben. Beziehungsweise wie viel uns da fehlte. So, ich speichere mal hier.
probieren das jetzt nochmal. So, wir ziehen uns dahin zurück. Mal gucken, ob wir es bis dahin schaffen. Ja, ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Repent. So, dann volle Power drauf. Unser Zwerg findet irgendwie keinen Angriffspunkt. Ah, und ich habe den Zwerg nicht geheilt. Nicht so clever. Nicht so clever. Wir machen davon noch einen. Okay, der Zwerg, dem geht's soweit gut. Jetzt kommt das Vieh genau in unsere Mitte, genau. So, aber jetzt hätte ich gerne wieder den Rückzug nach hierher. Da kommt nämlich eine ganze Menge an. Ich will mal gucken, ob wir es nicht irgendwie schaffen. Der Große, der bleibt da gerade hängen. Kriegen wir das noch weiterhin? Der kommt gerade nicht nach. Da sind mir die paar Pünktchen, die ich hier durch den Fernkampf kriege, nicht so wichtig. So, dann müssen wir in den Angriff gehen. Oh Gott, die paar Pünktchen ist gut gesagt. Jetzt sind das mittlerweile doch ein paar mehr Pünktchen. A mere flesh wound. Du bist sehr positiv, mein Freund. Okay, er ist ein bisschen geheilt worden. Okay, dann... Wir nehmen erstmal einen kleinen Trank. Okay, wir haben den Kampf tatsächlich... Nein, da ist er. Ich hätte lieber gehen sollen. Oh, nee. Okay. Also, Bless. Sie darf anfangen zu singen. So, dann macht sie bitte das Ding hier auf den. I'll survive. I always survive. Oh, verdammt, sie ist am Boden. Kriegt sie die mittlere Schriftrolle? Nein, sie ist tot! Mann! Oh, ist das ärgerlich. Wir haben uns eigentlich gut, wirklich, also wir haben uns gut zurückgezogen. Ich glaube, ich sollte wirklich gehen einfach. In der Hoffnung, dass der halt einfach gar nicht mehr nachkommt. Dann haben wir hier ein bisschen aufgeräumt, dann gehen wir hoch, werden erstmal uns wieder komplett heilen, sodass wir wieder Vollpower haben. Und dann machen wir das Ding platt. So. Ihr zieht euch alle schon mal nach da zurück. Und lasst das Amiri erledigen. Ja, sehr gut. Lindsay, du musst dich dann schon auf dem Weg vorbei. Und... Ihr alle geht jetzt nach hier. Oh, da kommt schon wieder der Große, Der Große hält an, das ist gut. Vielleicht ist der, wird der wirklich nur aggro, weil wir die Kleinen platt machen. Vielleicht können wir vor dem echt wegrennen. Ja, wenn es so weitergeht, dann schon. Okay, so, dann drauf. Du heilst mal bitte sie. Und ihn. Oh, er ist minus 9. Ich kann machen, was sie will. Ich krieg sie nicht hoch. Ja, minus 8, verdammt. Macht einfach rasch die Viecher fertig und dann fliehen wir. Steh auf. Okay.
Und Flucht! Flucht! Okay, wir gehen raus. was ist das denn? Leichter Streithammer? Ein verformter Paladinhelm aus Restorf. Okay. Ich weiß nicht, wo wir das hätten finden können, aber irgendwo wäre das eigentlich zu finden gewesen. Okay, wir gehen. Oh. Huhuhu. Wir gehen mal draußen uns ein bisschen erholen. Ja, und dann muss ich den gigantischen Riesendings da halt irgendwie nochmal bei anderer Gelegenheit platt machen. Ja, ich würde sagen, wir heilen uns einfach voll auf. Und wenn wir alle auf voller Maxime sind, dann sollte auch der Großteil des Schadens hier weggegangen sein. Dann können wir uns, vielleicht auch ein bisschen besser verteidigen. Achso, dann können wir auch gleich eine Quest abgeben. Wir hatten doch hier irgendwo den Torwächter. Müsste ja eigentlich hier irgendwo sein. Puh. Also die kleinen Viecher sind ja echt kein Problem, aber der große, der hat ja doch ganz schön ausgeteilt. Hier sind die Mandibeln, um die du uns gebeten hast. Alles gut, ich mache einen feinen Helm. Nehmen Hebel für Brücke, mutiger Verbündeter. Ich niemanden sagen, du nehmen Schatz. Was? Ich niemandem sagen, du nehmen Schatz? Ah, wir haben wahrscheinlich der Kriegshammer und der verlorene Helm da. Das war vielleicht der Schatz tatsächlich, von dem er vorgesprochen hat. Könnte sein. Oder der Frosch. Oh, egal. Okay, auf jeden Fall 180 Erfahrung und Teil der Brückenwinde. Sehr gut. Ich muss gehen, Lippol. Ja, nice. Diese Aufgabe können wir von der Liste streichen. Ja. Kieferjuwel. Wer das Land beansprucht, hat auch Anspruch auf seinen Schmerz und Tod. Okay. Kann man natürlich mal zumindest erstmal sagen. Entschuldigung, muss mal kurz einen Schluck trinken. Puh, also ich glaube, das wird uns öfter begegnen, dass wir Sachen neu laden müssen und so. Ach so, warte mal. Quatsch. Eigentlich. Ach, jetzt habe ich es schon gesetzt. Ich vermute mal. Weiß nicht, wenn ich das jetzt gesetzt habe, ist das ein Problem? Weil eigentlich wollte ich ja. Warte mal. Ich speichere einfach mal kurz hier. Dann sehe ich das ja, ob das. Eigentlich dürfte es ja kein Problem sein. Wir verbrauchen ja dabei eigentlich gar keine Ration. Oder? Genau. Erst wenn wir übernachten. Aber hier irgendwo war doch. Genau, wir können doch hier den Rastplatz nutzen. Dann können wir hier tatsächlich sogar die Rationen nutzen, falls nötig oder sowas. War das nicht irgendwie so? Du hast genau Vorräte, um einmal zu lagern. Na dann. Jetzt einfach R drücken? Nee. Was muss ich denn? Ah, hier. Die Nacht verbringen. Entscheide ich nicht normalerweise so noch. Hä? Wieso haben wir... wir sind aufgelevelt. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber was ist das? Burggraf Smolderburn? Oh nee, das ist ein untoter Schädel, oder? Das ist so die kleinste Form eines Lichts, sozusagen, ne? Oh nee, oder so ein Flammenschädel oder so. Nein, dagegen habe ich doch gar keine Chance, oder? Wieso kann ich sie nicht anklicken? Hä, wieso kann ich niemanden anklicken? Wieso kann ich niemanden anklicken? Oh, weil der den alle Furcht eingejagt hat. Alter.
Jackson. Ja, nice. Was könntest du denn machen? Du könntest den Schädel heilen. Could this happen? Wundenbeheilung, Fehlschlag. Warum Fehlschlag? Weil... Rüstungsklasse des Ziels ist 31. Und ich hatte eine 10 oder so? Geschicklichkeitsbonus ist... Ach so, Basiswert ist 10. Größe ist nochmal plus 1, weil er so klein ist. Schwierigkeit... Okay, und unser Angriffsbonus war 4. Grundangriffsbonus 1, 2 und ein Wurf war eine 2. Ey, ganz ehrlich, selbst wenn der eine 20 würfelt, trifft er den nicht. Oh mein Gott! Aber eigentlich eine 20 müsste ja ein Crit sein. Den müsst ihr eigentlich immer treffen. Obwohl, andererseits, ich verstehe das System hier nicht so gut. Okay. Ich frage mich, wann das letzte Mal geladen wurde. Weil dagegen haben wir keine Chance. Können wir uns knicken. Ich kann mit den meisten Charakteren keine 33 treffen. Und wenn der Kampf auch noch damit beginnt, dass wir verängstigt wurden und weggeschickt wurden. Ach ja, ich hatte ja hier das Lager aufgebaut. Richtig. Dann lagern wir lieber hier. Jetzt wissen wir auch, was wir da wahrscheinlich hätten finden können. Wahrscheinlich hätten wir eine Info, eine Warnung finden können, wodurch die Leute da getötet wurden. Das wird's gewesen sein. Oh, cool. Anscheinend wenigstens ist der Angriff erfolgt, bevor wir uns hingelegt haben. This won't kill me. Ja, das könnte aber bald anders aussehen. Komm, sie singt. I'll survive. I always survive. Ja, das sieht echt nicht gut aus. Hier, du machst mal ein paar Wunden. Lost. Okay. Das sieht gut aus. Das sieht noch gut aus. Oh, gut. Ja, sehr schön. Okay. Na dann nochmal sammeln. Ich muss mal hier die Tränke nachlegen. Wieso stacken die eigentlich nicht? Ach so. Sie stacken. Ich habe sie noch nicht gestackt. Was ist eigentlich hier? Behender, leichter Streithammer. Wow, der ist ja mega wertvoll. 2075? Okay, der hat vierfach kritischen Treffer. Das ist natürlich krass. Aber ansonsten, der Grundschaden ist halt echt nicht besonders hoch. Ganz kurz, ich habe wieder mal eine Nachricht von meinem Antivirenprogramm bekommen. Wie irgendwie immer. So, er sagt halt einem nur Bescheid, dass er gesucht hat. Aber hey, er blendet es mir natürlich mitten im Spiel ein. Ist natürlich toll. Dankeschön. Here I am. So, haben alle anderen ein paar Tränke im Gürtel? Ja, du kannst nochmal einen Trank mehr kriegen. Du kannst eigentlich auch den... Obwohl, vielleicht backe ich lieber mal so ein... Nee, das nicht, aber so ein Alchemistentrank oder sowas könnte ich ja vielleicht mal mit reinpacken, falls er mal was werfen will. So, okay. So, und du hast ja noch Zauber übrig. Dann machst du das. Ja, da habe ich mich verklickt. Toll. Ich wollte hier auf den Fall schon mal klicken, um das vorzubereiten, aber nein, dann macht er ihn lieber erstmal. So, dann auf sie. Und so. Du hattest deine Zauber schon verbraucht, ne? Ja. Ach so, dann sollte ich vielleicht auch gleich leveln. Moment. Da mache ich einen Hard Save für den Fall, dass ich ganz großen Bockmist mache. Vor Leveln Level 3. Speichern. Gucken wir mal. Fangen wir mit ihr an. Sie kriegt natürlich wieder Kämpfer und macht weiter. Ich habe noch Kämpfer angeklickt. Ja, Kämpfer und weiter. Dann Athletik, Wissen, Überzeugen. Ja, warum nicht? Achso, hatte ich gar keinen Punkt mehr. Okay.
Dann weiter. Machen wir Waffenfokus auf Bastardschwert. Sie benutzt noch ein Bastardschwert. Obwohl, warte mal. Vor allem die nicht verfügbaren würde ich mir gerne mal auch anzeigen lassen. Ich nehme mal kurz Ausdauer, damit ich die Seite hier frei habe. So, das sind die nicht empfohlenen oder die, die nicht gehen. Ne, das ist vor allem nicht empfohlenen. Was ist denn Arcanes Rüstungstraining? Und ich würde gern wissen, was es ist. Du hast gelernt, bei angelegter Rüstung Zauber zu wirken. Der Vorteil senkt die Chance für Arcane Zauberpatzer. Okay, okay. Brauchen wir bei ihr nicht. Sie zaubert niemals. Schildstoß, das wäre doch eigentlich voll geil. Du kannst mit leichten und schweren Schilden. Okay, wir benutzen Turmschilde mit ihr. Dann macht das keinen Sinn. Abschließender Schildstoß. Du lässt einen mächtigen Hieb deiner Waffe unmittelbar einen Stoß deines Schildes folgen. Vorteil, bei jedem kritischen Treffer mit einer Nahkampfwaffe kannst du als freie Aktion einen Schildstoß gegen dasselbe Ziel mit gleichem Bonus ausführen. Das ist empfohlen. Das ist hier ganz klar empfohlen. Aber der, den ich dafür brauche, um das lernen zu können, der ist nicht empfohlen. Wollt ihr mich verarschen? Also ganz dezent? Das macht doch keinen Sinn. Doppeltodesstoß. Hat dein Ziel nach einem Nahkampfangriff 0 oder weniger Trefferpunkte, kannst du einen weiteren Nahkampfangriff mit deiner maximalen Grundangriffsbonus auf einen anderen gegen deine Reichweite ausführen. Mit diesem Talent kannst du nur einen zusätzlichen Angriff pro Runde machen. Okay. Das ist ganz nett, wenn man den letzten Stoß setzt bei jemandem sozusagen, dann hat man nochmal einen weiteren. Aber andererseits, wir haben wahrscheinlich viele Schläge, die nicht die letzten sind. Also, Flügel? Voraussetzung Asima, okay, okay. Also so eine Gottes, halbgöttlichen Kreaturen. Also im Endeffekt Engel, wahrscheinlich. Gezieltes Fokussieren. Oh, Feuer. Okay. Also ich meine, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns, aber verbesserter doppelter Todesstoß. Waffenspezialisierung. Oh Gott. Okay, ich guck nochmal. Also was vielleicht ganz sinnvoll wäre, sie ist immer im Nahkampf, wenn sie sowas wie diese koordinierte Verteidigung, koordiniertes Kampfmanöver oder sowas macht. Du verstehst dich darauf, zusammen mit deinen Verbündeten gefährliche Kampfmanöver auszuführen. Vorteil? Stehst du auf einem benachbarten Feld zu einem Verbündeten, der ebenfalls über dieses Talent verfügt, erhältst du einen Kompetenzbonus von +2 auf alle Kampfmanöverwürfe. Dieser Bonus erhöht sich um +4, wenn du versuchst, aus einem Ringkampf zu entkommen. Also damit ist Ringen gemeint. Ich glaube, also waffenloser Kampf, aber das machen wir nicht. Koordinierte Verteidigung, stehst du mit einem, genau. Da würde ich sagen, machen wir das mal. Und das versuchen wir einfach auf so viele von unseren Nahkämpfern zu machen wie möglich. Dann bekommen die alle +2 auf Angriffswürfe, wenn ich das richtig verstehe. Das wäre ziemlich gut. Dann würden wir einfach häufiger treffen. Das wäre echt nett. Ja, das ist mir im Moment lieber als der Angriffsfokus, glaube ich. Waffenfokus. Das bekommen wir eigentlich sowieso. Rüstungstraining, oh nice. Und Turmschildtraining auf Stufe 3. Das ist aber speziell, das ist nicht der normale Kämpfer, was sie ist, oder? Auf Stufe 3 erhält ein Turmschildexperte wie gewohnt ein Rüstungstraining. Verwendet er ein Turmschild, wird sein Rüstungsmalus allerdings um -3 gesenkt, während sich der durch sein Turmschild maximal zulässige Geschicklichkeitsbonus um +2 erhöht. Dieser Vorteil erhöht sich anschließend alle 4. Was? Okay. Okay, also sie kann hier viel mehr Boni bekommen als normalerweise zulässig durch bei so fetten Rüstungssachen. Oh weia, okay. Weiter. So, dann gucken wir uns Sunny an. Sunny ist ein langweiliger Kämpfer, bekommt ein normales Rüstungstraining. Fertigkeiten, Athletik, Wissen, Welt und Überzeugen. Und hat jetzt noch einen Punkt übrig. Warum habe ich jetzt auf einmal einen Punkt übrig? Okay, Wissen, Natur macht anscheinend Sinn.
Oder ich mache lieber in Wahrnehmung. Wir können gut in Wahrnehmungswürfe noch gebrauchen eigentlich. So. Aber andererseits macht das keinen Sinn, in was Punkte zu packen, wo ich eh wenig Punkte drin habe. Das lohnt sich dann bei anderen Charakteren echt mehr. So, weiter. Dann nehme ich mit ihm jetzt auch das koordinierte Kampfmanöver. Und weiter. Zack. So, dann kommen wir zu ihr. Sie ist weiterhin natürlich einfach eine Barbarin. Sie macht jetzt Gefahrengespür, plus 1 Reflexwürfe auf Vermeidung von Fallen und Ausweichenbonus von plus 1 auf die Rüstungsklasse gegen Angriffe mit... Ach so, mit Fallen. Nur gegen Fallen wird sie besser anscheinend. Okay, weiter. Athletik, Beweglichkeit gerne, Wissen Natur, Wahrnehmung. Okay. Weiter. Dann mache ich auch bei ihr koordiniertes Kampfmanöver. Weiter. Fertig. So, bei dir werde ich nicht das koordinierte Kampfmanöver wahrscheinlich machen. Kleriker, mal gucken, was hat der jetzt für Wissen Arcanum, Wissen Religion auf jeden Fall. Und damit war es das auch schon bei ihm. Weiter. So. Kann ich jetzt nur diese Talente? Gibt es nicht auch Kleriker-Talente? So eine Sachen wie... Ja. Okay, machen wir mal nicht die nicht verfügbaren blende ich mal wieder aus. So, Magie, Schildfokus, Signal der Klarheit. Stehst du in eines oder mehreren Verbündeten, die ebenfalls über dieses Talent verfügen, erhältst du für jeden dieser Gegner einen Bonus von plus 1 auf Rettungswürfe. Okay. Stehlende Seele, Täuscher, Stohlenheit, Wachsam. Zusätzliches Fokussieren, Energie fokussieren. Kann täglich 2 Male Energie fokussieren. Moment. Das ist das hier. Okay, das will ich haben. Das will ich haben. Das ist im Englischen das Channeling. Das will ich haben. Kleriker, weiter. Arcanum, Religion. Weiter. Wie war das? Zusätzliches Fokussieren. Das hier. Genau. Das ist ziemlich gut. Dann haben wir 2 zusätzliche dieser Area Heals sozusagen. Weiter. Und fertig. Und neue Zauber. Oh, nice. Müssen wir gleich ins Zauberbuch reingucken. Also auf der Stufe hat sich natürlich nicht so viel verändert. Domänenplatz. Ah, der zielsichere Schlag ist eine Domäne. Was könnten wir noch machen? Schutzverordnung. Das Ziel erhält einen Ablenkungsbonus. Nee, ich bleib mal ruhig bei dem sicheren Schlag. Achso, die leichten Wunden hatte ich mal mit reingenommen. Haben bisher sich noch nicht so sehr zu Wirkung gemacht, aber andererseits, ja. Macht 1d8 Punkte plus 1 pro Zauberstufe, okay. Der hier macht 1d8 plus... Okay, genau, okay. Wir haben jetzt Zauberstufe 2 erreicht sozusagen. Das heißt, der macht jetzt 1d8 plus 2. Der macht halt 1d8 plus 2 Schaden. Aber wir können den eh wieder in Heilung umwandeln. Also von daher... Furcht, das ist nur eine Kreatur? Ja, das ist langweilig. Ich bräuchte das auf Area of Effect. Dann wäre das krass. Ich glaube, ich lasse es so, aber den hier gucke ich mir mal an. Also, wir haben hier erstmal bebende Knochen, eine feindliche Kreatur in mittlerer Entfernung. Zähigkeit halbiert den Schaden, ist ein Rettungswurf, also als Rettungswurf. Das heißt, der wirft halt auf seine Zähigkeit. Ich weiß jetzt nicht genau, was Zähigkeit ist, wahrscheinlich Konstitution. Und wenn ihm halt der Wurf gelingt, dann wird halt der Schaden, den er hiervon nimmt, halbiert.
Du übernimmst die Kontrolle über das Skelett der anvisierten lebenden Kreatur. Eine Kreatur, deren Skelett in ihrem Körper erbebt wird, von schrecklichen Schmerzen gequält. Das Ziel erleidet 3d6. Durchschnitt 11,5. Punkte sowie 1d6 Punkte zusätzlichen Schaden für jeweils 2 Zauberstufen. Okay, das wären im Moment 4d6? Für jeweils 2 Zauberstufen? Wir sind auf Zauberstufe 2? Sehe ich das richtig? Oder zählt das erst danach? Gute Frage. Den würde ich mal nehmen. Der macht, kann scheinbar guten Schaden machen. Gemeinschaftlich Schutz vor Ordnung. Alle Verbündeten in einem Radius von 30 Fuß erhalten einen Ablenkungsbonus von plus 2 auf ihre RK. Das ist nicht schlecht. Das war auch nicht schlecht. Aber das hier macht halt einfach Schaden mal. Richtig Schaden bei jemandem. Das ist schon nett. Lebende Kreatur? Ja, ja, okay. Pfeil der Ordnung. Helfen? Helfen gewährt dem Ziel einen Moralbonus von plus 1 auf Angriffs- und Rettungswürfe gegen Furchteffekte und vorübergehender... Ja, okay, ich glaube, das lohnt sich für uns nicht so sehr. Unsere Krieger bekommen sowieso irgendwie einen Furchtbonus und Segen des Glücks, mittelschwere Wunde heilen, 2d8 plus 1 Punkte pro Zauberstufe. Wir können das ja eh in die umwandeln, von daher auch nicht so wichtig. Bärenstärke, das Ziel wird Stärke der Zauber gewährt, neben einer Verbesserungsbonus von plus 4 auf Stärke, die üblichen Vorteile Nahkampf an... Na nett. Nett. Mittelschwere Wunde verursachen, probieren wir auch nochmal mitzunehmen. Okay. So. Sie macht natürlich weiter mit Barde, da bekommt sie jetzt Lied des Erfolgs dazu. Was macht das? Ein Barde der Stufe 3 oder höher kann mit seinen Auftritten Verbündete bei der Erledigung von Aufgaben helfen. Diese müssen sich dazu in einem Radius von 30 Fuß befinden und den Barden sehen und hören. Sie erhalten dadurch einen Kompetenzbonus von plus 2 auf alle Fertigkeitswürfe, solange sie den Auftritt des Barden hören. Dieser Bonus erhöht sich ab Stufe 3 nach jeweils 4 Stufen um... Nett. So, sie... Ach du Schande, stimmt ja, bei ihr konnte man ja alles machen. Tricks machen wir weiter. Wahrnehmung machen wir weiter. Sie ist im Moment auch unsere überzeugendste Person, ne? Machen wir auch? Aber doppelt. Magischen Gegenstand. Ich werde sie wahrscheinlich öfter mal magische Gegenstände benutzen lassen aus der hinteren Reihe. Gebe ich da auch nochmal einen Punkt rein. Ja, okay. Weiter. Kernschuss. Du hältst ein plus 1 an. Nee. Ich will mit ihr diesen Schuss haben ins Kampfgemenge. Wie heißt das Ding? Durchschlagener Zauber, defensives Kampftraining, genauer Stich. Geschützter Zauber, große Zähigkeit, heißt es irgendwas mit Präzision? Anscheinend nicht. Sie müsste das haben. Also müsste es lernen können. Signal der Klarheit, Schildfokus, Metamagie, Reichweite, ne? Das... Improvisierter Fernkampf. Du erhältst einen Situationsbonus von plus 1 auf Angriffswürfe mit Wurfwaffen und mit Flächenwirkung. Nein. Im Kampfzaubern, geschützte Zauberer, geschickte Hände, genauer Stich, durchschlagener Zauber. Das muss hier sein. Sekunde. Kernschuss ist es nicht. Plus 1 auf nachwirkende Darbietung, Waffenfinesse, Waffenfokus, Abhärtung, arkaner Schlag, Rüstungstraining, Ausweichen, Beredsamkeit, Blindkämpfen, Defensive. Hä? Das muss es geben. Diesen Schuss ins Kampfgemenge rein. War das nicht präziser Schuss oder so? Ist der nicht verfügbar für sie? Wo haben wir...
Mächtig. Präzisionsschuss. Kernschuss. Du kannst den Gegner. Moment, Präzisionsschuss. Du kannst den Gegner im Nahkampf ohne den üblichen Malus von minus 4 auf deinen Angriffswurf mit Fernwaffen aktivieren. Ah, okay. Das heißt, ich muss erstmal Kernschuss lernen und dann kann ich das lernen. Okay, Kernschuss erlaubt mir plus 1 Angriffswürfe mit Fernkampfwaffen auf einer Entfernung von bis zu 30 Fuß. Okay. Weiter. Oh, wir können neuen Zauber lernen. Können wir auch Stufe 0 Zauber noch lernen? Nee. Gibt's keine zur Verfügung. Aber wir können Stufe 1 Zauber lernen. Okay, okay. Verschwinden? Wird jemand unsichtbar? Plus 20 auf Heimlichkeitswürfe. Hypnose? Furchtbannen, federleicht. Monster herbeizaubern, das lohnt sich nicht so recht. Schlaf lohnt sich auch nicht. Dafür haben einfach unsere Gegner schon viel zu viele Lebenspunkte. Also das wird im Endeffekt, also wenn sie es nicht allzu sehr geändert haben, aber ich vermute mal Trefferwürfel heißt das. Also TW-Trefferwürfel. Das bedeutet, dass nach den Lebenspunkten, die ein Charakter hat, wenn er eine bestimmte Menge an Lebenspunkten hat, dann wird er halt von sowas nicht mehr getroffen. Unzerbrechliches Herz erhält einen Moralbonus. Rascher Rückzug. Federleicht. Für die Dauer dieses Zaubers ignoriert das Ziel negative Bewegungseffekte. Hauch der Tollpatschigkeit. Ein Zähigkeitswurf verbietet mit einer einzigen Berührung verwandelst du eine Kreatur in einen tollpatschigen Clown. Das Ziel wird mit einem Geschicklichkeitsberührung. Ich will sie nach Möglichkeit nicht so nah ranlassen, dass sie irgendjemand berühren kann. Furcht bannen. Das würde uns vor Furcht schützen. Ja, aber nur ein plus 4 Bonus, ganz ehrlich. Also klar, das ist nicht schlecht, aber... Na, machen wir Monster herbeizaubern dann doch. Da haben wir einfach nochmal einen zusätzlichen Kämpfer irgendwo eventuell drin. Verglichen mit den anderen Sachen finde ich das einfach interessanter. Bei Furcht auslösen ist wieder nur ein Charakter. Die haben ja irgendwie diesen Area of Effects hier, der Nekromant und so. Und wir, ja... alle Kreaturen... Das ist leider alle Kreaturen. Sonst wäre das cool gewesen. Das ist aber leider alle Kreaturen. Das heißt, auch unsere Leute... Nee, ich nehme das hier. Weiter. Bekommen wir auch einen zusätzlichen Zauber? Das wäre cool. Wir hatten ja bisher 3. Steht nichts da. Mal gucken. Adventures call to that. Ja, sie hat jetzt 4. Okay, cool. Cool, cool, cool. So. Okay. Dann haben wir die halt von denen 4 Stück jeweils. Okay. Also nicht jeweils, sondern insgesamt. Aber wir können sie halt untereinander verteilen. So. 0 bis 5 Rationen. Hier wollte ich noch was verändern. Und zwar, wir haben jetzt ein paar Rezepte. Und die haben hoffentlich... Hier, genau. Der hat nur einen Mindestwurf von 16. Dann probiere ich es mal damit. Brauchen wir nur 9 Treffen. So. Hey, Book Kid. Wanna hear a story about hunting a saber-toothed owlbear? That was a good hunt. A saber-toothed owlbear? But Amiri, owlbears don't have teeth. They have beaks. Okay. Ja, sehr gut. Fortfahren. So. Sehr gut. Es geht allen etwas besser, aber immer noch ein Geschicklichkeitsmalus. Eigentlich müssten wir noch ein zweites Mal übernachten. Oh, sorry. Was lost in thought. Wie viel Geschicklichkeit verlieren wir denn noch? Okay, er hat minus 1. Minus 1 anscheinend. Minus 2. Ach, kommt. Ganz ehrlich, wir speichern. Und bei wie vielen Minuten sind wir denn? 49. Wir versuchen jetzt noch mal ganz rasch diese... obwohl...
Eigentlich wäre es schon sinnvoll, noch mal zu schlafen, denke ich mal. Damit wir wirklich, wirklich fit sind. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Wo haben wir denn das? Dich beweisen? Nee, stohlene Lande hier. 76 Tage. Ja, komm, wir nachten noch mal, übernachten noch mal. Sicherheitshalber. Dann sollten wir auf jeden Fall fit sein. Nee, wartet mal, ich breche noch mal ab. Du benutzt mal das hier. Oh, eine 10. Nice. Was war denn Wurf? Ich sehe den Wurf nicht. Also mindestens eine 11 alles zusammen. Und was nochmal machen? Ja, bam. Und nochmal. Und damit sind wir full heal. Und wenn ich jetzt dieses Gebrechen mache, funktioniert das auf dieses Ding hier? Nee, anscheinend nicht. Mhm. Anything is possible. Here. Okay, lass uns übernachten. So, und beginnen. Too bad I don't know how to paint. I'd like to draw you. Maybe a portrait or a caricature? That's something new. I don't think anyone has ever drawn a caricature of me before. I think that's for the best. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das ziemlich schlecht für einige Leute ausgehen könnte. Wieso kochst du nicht? Wieso wird nicht gekocht? Das verstehe ich nicht. Okay, hast du deine Sachen erholt? Ja, ja, okay, wir sind wieder bei 5. Gut. Und sie hat fast alles sich erholt. Okay, sie ist jetzt die Einzige, die noch einen kleinen Schaden an der Stelle hat. Minus 1, ja, damit müssen wir leben können. Sie ist die Einzige jetzt noch... Er hat sich richtig gut erholt, ne? Er war ja richtig weit unten. Richtig gut eigentlich. Da muss ich mal gucken, dass ich dann irgendwie einen Zauberer vielleicht finde mit einer Fähigkeit, da was dran zu drehen. Dass wir da was kriegen. Jemand, der das heilen kann. Oder vielleicht kann er ja später einen Zauber... Also der eigentlich wäre das ja was für ein Priester, dass der dann... Ich sollte mir vielleicht seine Zauber nochmal angucken. Vielleicht hat er ja so einen Zauber sogar. Könnte ja sein. Wäre logisch. Das war hier hinten, ne? Wo wir hingegangen sind. Müsste doch gucken, wo es dann hier runter geht und so. Aber jetzt gehen wir erstmal nochmal hinten und versuchen, den riesigen Käfer platt zu machen. Oh Mann. Das wird was. Hoffentlich wird das was. Puh. Ach ja. Der Witzeerzähler, der hat mich ja echt erwischt, ne? Also, da... ich meine, so schlecht die Witze hier auch gewesen sein mögen. Aber überhaupt, also ich finde das halt super schön, dass sie sowas mit einbauen. So, dass sich da halt so ein Winzling hinstellt und Witze über Kobolde halt erzählt. Oder sogar die anderen Winzlinge, die Dinger halt schlecht finden. Das fand ich echt, echt schön. Damit müsste ich vielleicht mal spielen hier so... Das klang, als würden wir attackiert werden. Ist das Ding uns bis hierhin nachgekommen? Nee, okay. Aber gerade klang das kurz wie so eine Säureattacke. So. Also hier ist nichts bis hierhin. Und stellen wir uns mal in den Gang hier rein. Da ist er. Okay, speichern. Du. Das hier dauert eine Runde. Okay, das muss ich vielleicht doch mitten im Kampf machen, bin ich mir nicht sicher. Eine Minute pro Stufe, das bekommt sie. What troubles you? Und rein da. Nein! Nicht du! Alle!
strike is their won. Life ends here. Und dann fängst du bitte auch an zu singen. Could be worse. And will be. Definitely will be. Boah, der ist ja fast weg. Mittelschwere Wunde. Hier. Lost. Wie bist du denn tot? Wie viele Punkte hat er? Minus 3. Okay, damit kriegen wir ihn hiermit vielleicht wieder hoch. Ja, bingo. Dann machst du diesen Bone Shaker hier auf den hier. Bebende Knochen. Dann zieh dich mal zurück. Wir können, wollen den Dings hier nicht mit im Radius haben. Ein Stück wieder runter. Oh, ist er tot? Ja, nice! Hat geklappt. Ah, gut. Und wir konnten das tatsächlich so setzen, dass Sunny, Valerie und Amiri geheilt wurden. Ja, nice. Das hat gut funktioniert eigentlich, mit dem Heilpunkt so zu setzen. Huhuhuhuhu. Hä? Was? Wie jetzt? Sie stirbt. Hä? Wie ist das denn jetzt passiert? Warum ist sie denn auf einmal umgekippt? Der ist doch schon tot! Ach, wie ist das denn jetzt gerade passiert? Das habe ich nicht... Hä? War sie vergiftet? Aber was muss ich denn gegen Gift machen? Hm. So, dann kriegt sie das hier wieder. Und dann stürmen wir auf das Ding los. Sie fängt an zu singen. Macht einen betäubenden Schuss. Er macht Schaden. This strike, my masterpiece. Leichte Wunden. Ah, das waren nur leichte Wunden, okay. Und? Hat's auch funktioniert? Jetzt sag mir nicht, du musst den berühren dafür. Okay, doch musst du. Dann zieh dich mal wieder zurück und mach. Oh, das war ein Gelegenheitsangriff, das muss ich echt vermeiden. Ich darf die nicht aus einem Nahkampf wieder rausziehen. Ich dachte, wenn das so viele Leute sind, dann zählt das nicht mehr. 7 Schaden, okay, das hätte besser sein können, glaube ich. 4d6. Und du machst 7. Also erstens wissen wir jetzt, okay, die beiden zählen schon mit, aber 4d6, das hätte echt besser sein können. Also 3,5 im Durchschnitt pro Würfel, das heißt, wir hätten hier sehr schön mit einer 15 rechnen können. Oh, das ist echt nicht doll. Ah, sie ist umgekippt. Und sie ist vergiftet. Heilung 2 aufeinanderfolgende Rettungswürfe, okay. Sie muss mal hier richtig Heilung kriegen. Oh, das ist das Gift, was uns die Leute umbringt. Da müssen wir echt aufpassen. Das heißt, wir müssen da echt fett dann sofort anfangen zu heilen, wenn da irgendwie jemand auch nur ansatzweise erwischt wird.
Okay, aber prinzipiell, also wir kriegen den Kampf hin. Wir kriegen den Kampf hin. Es muss nur noch ein Zacken schneller gehen. Serves you right. Just letting the ink dry. Komm, mach mal diesmal einen vernünftigen Schaden mit dem Spruch. Wieder nur 7 Schaden damit. Das ist echt nicht doll. Okay. Du fängst schon mal an, Valerie zu heilen. Du hast die Zauber reingebracht? Nee. Dann heilst du dich selber mal. Hast du sie nicht geheilt? Doch, du hast sie geheilt, nur nicht genug. Wie viel Lebenspunkte hat er denn? Na, okay, er kippt wirklich gleich um. Oh, komm schon, trefft nochmal. Okay, du heilst jetzt ganz dolle. Für den Verlied des Mutes, Geschicklichkeitsschaden. Sie ist vergiftet, 32 Sekunden lang. Wer ist noch so vergiftet? Sie ist vergiftet, okay. Okay, sie hat aber noch viele Lebenspunkte, sie hat echt nicht mehr viele. Gut, oder schlecht, vielmehr. So, dann nimmst du mal, du wandelst den um und heilst sie. Nein, du machst den großen Heal. Entschuldigung. Dumme Idee. So, du nimmst deine kleine Heilung und heilst sie mal. Oh, gut. Sie ist jetzt noch vergiftet. Da müssen wir jetzt aufpassen, ob sie das irgendwie los wird. Hä? Sie war so schlecht? Ich hab doch gerade alle kontrolliert. Die hatte doch voll viele Punkte, oder? Hä? Ich habe ja auch nicht das Gift gesehen. Okay, jetzt bin ich echt verwirrt. Jetzt bin ich richtig verwirrt gerade. Habe ich mich echt gerade so verguckt? Alle hochgeheilt, alles gemacht und dann... Okay. Probieren wir es noch ein letztes Mal. Okay, du sprichst das Ding. Dann hier auf sie das Ding. Oder macht das irgendwie Schaden, wenn es vorbei ist? Eigentlich nicht. So. Und drauf. Okay. Dann machst du das hier. Dann benutzt du mal den Zauberspruch. Du benutzt den hier. Okay, diesmal hat das Beben, glaube ich, auch ein bisschen mehr gebracht. Wo war das? Sunny, wo haben wir denn Harim? Ist er noch gar nicht durchgekommen damit? Doch, irgendwie schon. Egal. Der ist fast tot. Okay, gut. Bam. Okay. Du kannst aufhören zu singen. So, jetzt müssen wir echt aufpassen. So, wer ist denn jetzt vergiftet? Sie hat Bärenstärke noch an. Segen hat, hält auch noch eine Weile. Was ist das hier? Ah, hier ist... Sie hat, ist tatsächlich vergiftet, aber bei den Lebenspunkten muss sie doch eine Weile Zeit haben. In due time. Okay, jetzt beobachten wir es mal ganz entspannt hier. Das ist das Gift auf dem...
Die stirbt nicht an Lebenspunkten. Die stirbt hier dran, oder? Die sterben an dem Geschicklichkeitsverlust. Das ist das Problem. Komm schon, hier. Hä? Achso, ich hab Pause. Kannst ja nicht weiterlaufen. Okay, eine Rettung, ja. Bitte, komm schon. Jetzt geh mir nicht da dran drauf, ey. Okay, ist geschafft, überstanden. Oh, nice. Huh, speichern. Ah, okay. Ich glaube, das war tatsächlich das Problem. Die sind, ohne dass ich das mitbekommen habe, halt an dieser Art des Schadens gestorben. So, hier hinten war deren Nest, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja. Aber hier ist nichts Interessantes, okay. Wuhu, wir haben den Riesen-Dings erwischt. Oh, das ist fies, ne? So ein, vor allem, ich weiß jetzt halt wirklich nicht. Im Staub ist eine gewundene Spur zu erkennen. Hier ist etwas sehr Großes geworden. Ich glaube, das sollte uns hier vorwarnen. Dummerweise sind wir nur von der anderen Seite gekommen. Ja klar, normalerweise kommen die Leute vielleicht tatsächlich von unten. Wir sind halt erstmal nach oben durchgerannt. Ich speichere nochmal. Bei wie vielen Minuten sind wir denn eigentlich? Stunde 6. Ach komm, wir machen den hier noch. Das sollte eigentlich kein großes Problem sein. Obwohl, ja, ich kann nicht speichern. Ich wollte auch I drücken. Ja, sie sollte nicht nochmal so ein Gift abkriegen. Und auf mich gucken sie. Na klar. Repent. Boah, minus 3 GE einfach mal instant, ne? Das ist halt echt übel. Und SG ist halt 12. Wäre das nur der Schaden? Alles tippi. Strike my masterpiece! Okay. Hier hat eine gewaltige Schlacht zwischen Kobold und Winzlingen getobt. Es ist unmöglich zu sagen, wer gewonnen hat. Ja, ja. Wo sind wir denn jetzt? Okay. I do what I must. Sind wir hier? Das könnte ein Verbindungstunnel sein, nach oben. Ah, okay. Can you make an epic pose? I need inspiration. Okay, wir machen lieber eine Verteidigungshaltung. So. Du fängst mal an zu singen. You deserved it. Das finde ich gar nicht lustig, dass ihr jetzt spellen wollt. Könnt ihr... This is where I Nein, stand. Alle! Nur sie soll auf den da zaubern. Verdammt mich nochmal. So. Oh. Einfach mal ausgeholt. Boah. Ey, Amiri muss jetzt aber auch richtig niedrig sein, ne? 5. Okay, wir müssen hier unbedingt raus. Ist der Kampf noch? Nee. Okay, speichern. Wir müssen hier unbedingt raus. This requires your attention. Gleich müssen wir hier raus. Okay, nochmal irgendwie ein Dryadengeschenk. I'm there. Hier waren wir schon, ne? Ja, perfekt, okay. Dann gehe ich mal raus und dann werden wir nochmal übernachten müssen. Ach, du Schande. Das ist schon übel ein bisschen, ne? Das ist schon ein bisschen übel. Schon krass. Aber cool. Okay, das hat Spaß gemacht. Dass wir den Kampf da so gekriegt haben. Okay. Hat Spaß gemacht. Oh. Ja, also ein Instant-Durchkommen durch Kämpfe werden wir bei solchen Kämpfen nicht haben. Also, vor allem, na gut, wenn wir es doch hinkriegen, dann wissen wir ja nicht, dass sie schwerer waren. Leider gehört hier auch ein bisschen Würfelglück dazu. Ist halt leider so bei diesem Spiel. Aber ich finde es im Moment noch so interessant. Also Heretic fand es halt nicht so toll, dass das halt so ein bisschen sehr unvorhersehbar war. So hatte ich ihn verstanden. Aber bisher finde ich es eigentlich noch ganz okay so. Irgendwo hier oben wollten wir raus, ne?
glaube. Alter, das sind aber auch Wege hier, ne? Dass es da keinen kürzeren Weg nach draußen gibt zum Nächtigen. Na gut, komm, wir gehen noch rasch raus und dann sage ich jetzt schon mal eine sonnige Verabschiedung von mir, eurem Sunny. Wir sehen uns dann, so hoffe ich, zur nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch natürlich alles, alles Gute und ja, ciao, euer Sunny.